Ja, so entsteht Schritt für Schritt die Werkzeugwand und die Werkstatt, wie angekündigt, alles aus Resten. Das habe ich im ersten Video, glaube ich, erwähnt. Ganz simpel gebaut, die Halterung aus Eiche, nur mit der Kreissäge bearbeitet, ohne Hobel, ohne sonstige Bearbeitung. Von daher ist ein bisschen rustikales Eigenleben drin. Das darf es aber auch, das gefällt mir so, das passt ein bisschen zu mir und meinem Stil. In einem Video ganz ohne Musik, einfach nur die Werkstattatmosphäre, das will ich auch eigentlich so beibehalten. Und diese kleinen Kollegen hier, die kriegen nochmal irgendwann ein extra Brett, denen waren die Löcher da oben zu groß. Wenn das Video gefallen hat, ich freue mich über einen Daumen und sage bis demnächst. Ciao!